Jo, meine Lieben, willkommen zurück zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In diesem Video wird es mal einen Turnierbericht geben. Eigentlich wollte ich dort vloggen, aber ich habe es irgendwie nicht so richtig auf die Reihe bekommen. Beziehungsweise gab es auch nicht so viele Pausen so zwischendurch, denn meine Runden gingen tatsächlich immer ihre 45 Minuten. Nichtsdestotrotz habe ich mir alles hier gedanklich festgehalten, damit ich euch das natürlich wiedergeben kann. Am Ende des Videos bzw. nach meinem Bericht wird es dann noch das Deckprofil geben. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Gerne dann natürlich dazu in die Kommentare. Wir haben an einem Displayturnier dran teilgenommen. Ich kam sogar, könnte man fast sagen, bis ins Finale. Es wurde natürlich kein Top-Cut ausgespielt. Aber schlussendlich, wenn ich das letzte Duell gewonnen hätte, dann hätte ich tatsächlich auch das Display gewonnen. Aber so gehe ich tatsächlich leer aus. Ist extrem schade. Aber nichtsdestotrotz hat das Deck sehr, sehr gut performt. Und wir gehen jetzt einfach mal die ganzen Matchups entlang. Im ersten Match bin ich auf einen Kollegen gestoßen, der hatte Plunder Patrol gespielt. Ich bin überhaupt gar nicht in meine Engine gekommen, was aber tatsächlich gegen das Deck sehr, sehr gut ist. Denn ich habe nämlich immer den Fenrir aufs Board bekommen. Und Plunder Patrol braucht ja verschiedene Attribute, wie zum Beispiel Licht oder Finsternis, und die gebe ich natürlich mit dem Fenrir überhaupt gar nicht, weshalb das tatsächlich, könnte man fast sagen, ein kluger Schachzug von mir war. Aber so war es tatsächlich nicht, ich bin mich gebrickt. Nichtsdestotrotz konnte ich aufgrund dessen, dass ich ihm halt keine Attribute an die Hand gegeben habe, das ganze Ding für mich entscheiden im ersten Duell. Das zweite Duell ging er dann first, ich konnte ihm aber dank des Shifters sehr, sehr gut interrupten und habe es dann tatsächlich auch wieder aufgrund des Fenriers geschafft, ihn so hinzuhalten, dass ich dann schlussendlich irgendwann mal was nachgezogen habe, dass ich dann Full Combo gehen konnte und dann auch dieses Ding für mich entschieden habe. So dass ich dann da 2-0 rausgegangen bin und guten Mutes nach vorne geschaut habe und mich schon auf mein nächstes Match gefreut habe. Das zweite Match habe ich dann gespielt gegen Chimera Runic. Sehr, sehr interessante Deckliste. Was mir da aber ein bisschen aufgefallen ist, dass der Dude halt nie angreifen kann. Das hast du halt generell bei Runic als Problem. Und wenn du halt dann keinen Burn-Damage machst oder sonstiges irgendwie droppen kannst, dann ist es natürlich schon problematisch, weil du halt immer deine Runic-Karten wieder aufs Neue aktivieren musst und dann halt, wie gesagt, keinen Damage drückst. Und dank meinem Deck, was ich ja gespielt habe, ist es mir ein leichtes, dich zu burnen. Ja, ihr werdet wahrscheinlich schon wissen, was ich gespielt habe, und zwar Vanquish Soul, denn die haben ja ein themeninternes Monster, wo man immer 1500 abziehen kann, beziehungsweise jetzt auch die neue Trap, wo du ja bis zu 1800 abziehen kannst, und das ist natürlich gegen die ganzen Runic-Varianten tatsächlich extrem stark. Da bin ich tatsächlich nur mit einem Draw rausgegangen, weil wir viel zu lang gespielt haben. Ne, wenn du gegen Runic spielst, dann dauern die einzelnen Duelle schon extrem lang. Das ist natürlich schon ein bisschen blöd. Das erste konnte ich, glaube ich, für mich entscheiden. Das zweite hat er für sich entschieden. Oder andersrum, ich weiß gerade nicht. Auf jeden Fall habe ich relativ zügig abgegeben, als er dann begonnen hat. Und das dritte bin ich first gegangen, konnte ihn aber gut interrupten, sodass er nicht so wirklich was machen konnte. Und dann wurde in der Main Phase von mir Time gesagt. Ich hatte noch den Raisin auf der Hand, konnte mir aber, also ich hätte mir natürlich den Borgia suchen können, konnte mir aber dann nicht ein weiteres Attribut für ihn suchen, sodass ich meinen Gegner burnen konnte, weshalb wir beide noch 8000 Lebenspunkte hatten und das ganze Ding halt in einem Draw endete. Das sollte mich aber nicht aufhalten. Ne? Drittes Match war dann gegen eine Raid Raptor Kashtira Variante. Der Dude wollte nur auf zweimal den großen Raid Raptor, den Überfall Raptor, oh Gott, wie heißt denn der richtig? Komme ich gerade nicht drauf, werde ich euch auf jeden Fall einblenden, damit ihr wisst, von welchem Vogel ich da spreche. Der ist unaffected gegenüber Karten und hat 3-5 ATK. Das ist schon extrem krass. Das kann ich auf jeden Fall so einfach nicht outen. Und bei diesem Deck war es extrem interessant zu sehen, dass er verschiedene Varianten hatte, das gleiche Endboard aufzubauen. Er hat mir dann auch immer noch Kali Yuga hingelegt, sodass ich auch keine Karten aktivieren kann. Und dadurch habe ich natürlich dann ein Duell abgeben müssen. Zum Glück habe ich den Würfelwurf gewonnen und dank meiner neuen Trap konnte ich ihm dann auch sein ganzes Board nehmen, sodass ich das erste Duell für mich entschieden habe. Das zweite ging dann an ihn, weil ich ihn nicht interrupten konnte. Er konnte sogar zweimal in meine Hand gucken. Das war auch extrem strong. So hat er mir dann die Handtraps, die ich hatte, weggenommen, beziehungsweise hat er einmal Austausch gespielt, sodass er dann noch eine weitere Karte von mir mobsen konnte. Extrem krass. Und dann kam er mit Landformen ins Play und hat halt das ganze Board etabliert. Das war auch wirklich insane. Das dritte Duell konnte ich dann wieder für mich entscheiden, weil ich ihn so gut interrupten konnte, beziehungsweise hatte er, glaube ich, nur 5 Starter auf der Hand, also seine 5 Normal Summons. Tja, da hat er gar nichts gemacht und damit ging das Ding dann tatsächlich doch relativ zügig an mich. Und dann war ich schon ein bisschen aufgeregt, weil ich nämlich dann das letzte Match bestreiten sollte gegen Tierlements, gegen einen Pro-Player von den Ex-Spieler von Junks Playground war das sogar. Den Namen habe ich leider auch wieder vergessen, es tut mir leid.
Auf jeden Fall habe ich noch nie jemanden so krass Telemiths gespielt. Er hat Telemiths mit Horus gespielt. Er meinte, er findet es auch relativ gut. Horus ist dann nur so ein Bonus, ja, das ist dann, wenn er den Sarkophag oder an den Sarkophag rankommt, dann ist okay, wenn nicht, dann ist auch in Ordnung, weil Telemiths legt dir halt auch immer noch so ein krasses Board hin und wenn er da halt alles machen kann, spielst du da halt immer noch nicht durch und so war es tatsächlich auch bei uns. Ich habe den Würfelwurf gewonnen, fangen wir erstmal so an, bin tatsächlich komplett gebrickt. Ich hatte den Fenrir wieder auf dem Board, das war es dann tatsächlich schon, war extrem schade, ich konnte ihn nicht weiter oder nicht gut genug interrupten, sodass er mich dann OTK'd hat. Im zweiten Duell bin ich natürlich wieder First gegangen und habe da misplayed. Ich habe da wieder erst den Fenrir gemacht, habe mir erst was gesucht und habe darauf den Droll abbekommen und ich hatte Madlove noch auf der Hand. Das war ein großer Fehler von mir, ich hätte mir da die Trap suchen sollen, um dann sein ganzes Board zu brechen, beziehungsweise auch die Quickspell, um dann seine einzelnen Monster zu booken, auch das wäre in Ordnung gewesen. Aber schlussendlich muss man sagen, er hatte leider Gottes die Superpoli auf der Hand, sodass er mir sowieso mein ganzes Board nehmen konnte, weil ich nämlich zwei Finsternismonster mit unterschiedlichen Typen auf dem Board hatte und so kam er dann in den Mud Dragon. Ja, von daher hätte ich so oder so verloren und er meinte auch, Vanquished Soul hat einfach ein schlechtes Matchup gegen Telemiths und ja, das kann ich tatsächlich nur bestätigen. Ansonsten, wenn ihr mal in Berlin seid und Bock habt, den neuen Kartenladen abzuchecken, Welt der Karten heißt er, befindet sich in der Ehrlichstraße in Karlshorst in Berlin und dort findet jetzt jeden Samstag bisher immer ein Sonderevent statt. Jetzt nächste Woche Samstag zum Beispiel gibt es dort ein Case-Turnier von der Megaton 23 und darauf die Woche wird wahrscheinlich ein Display-Turnier wieder stattfinden mit der Rarity Collection, auch mega interessant. Ich werde mal gucken, ob ich vielleicht an dem einen oder anderen Turnier auch mal dran teilnehmen kann. Preislich war es auch in Ordnung, wir haben 10 Euro Eintritt bezahlt, haben dafür zwei Booster bekommen von dem aktuellen Set und du kannst ja theoretisch ein Display gewinnen, beziehungsweise hat auch der zweite und der dritte und der vierte was bekommen. Also, das war schon in Ordnung und ja, gerne wieder von mir aus, ja. Ansonsten war es das jetzt mit dem kurzen Turnierbericht. Ich werde euch jetzt noch mein Deck zeigen. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Vielleicht ist ja der ein oder andere Vanquished Soul Experte unter euch, der mir da vielleicht noch den ein oder anderen Tipp geben kann, was man vielleicht anders spielen kann, beziehungsweise werde ich natürlich meine Überlegung, was ich hier gemacht habe mit dem Deck, auch erklären, sodass ihr das hoffentlich nachvollziehen könnt. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns auch gleich beim Deckprofil. So, meine Lieben, und da sind wir auch schon beim Deckprofil. Wir beginnen natürlich wie immer bei dem Main Deck, das heißt Extra Deck und Side Deck kommen mal beiseite. Ich zoome noch etwas ran für euch, damit es ein bisschen sichtbarer ist. Wir spielen natürlich dreimal den Raisin. Dieser lässt uns auf Normal oder Special Summon eine weitere Bezwingerseelen-Monster unserer Hand hinzufügen und natürlich hat er noch zwei weitere Quick-Effekte. Wir können diesen aber nicht anketten an seinen Search-Effekt. Wenn wir nur ein Feuerattribut vorzeigen, können wir ihn vor Karteneffekte, die ihn zerstören würden, protecten und sollten wir Feuer und Finsternis vorzeigen, können wir alle Monster, die sich in derselben Spalte außer ihn sich befinden, zerstören. Dann spielen wir nur zweimal die Madlove. Sucht uns auf Summon eine Spell oder Trap und natürlich hat auch sie zwei weitere Quick-Effekte. Sollten wir nur das Attribut Finsternis vorzeigen, können wir ein Monster unseres Gegners 500 ATK und Death dauerhaft verlieren lassen und sollten wir Finsternis und Erde vorzeigen, können wir das Monster mit der niedrigsten Death wieder auf die Hand geben, was unter anderem auch extrem stark ist, gerade wenn wir gegen Combo-Decks gespielt haben, da halt gleich die Normal Summon wieder auf die Hand zu geben, tut schon dem einen oder anderen Deck weh. Dann als One-Off spielen wir Pantera. Dieses Monster können wir aus der Hand specialen, wenn wir keine Monster in unserer Main-Monster-Zone kontrollieren. Sollten wir nur Erde vorzeigen, kann dieses Monster in diesem Spielzug nicht durch Kampf zerstört werden. Sollten wir Erde und Feuer vorzeigen, können wir alle Spells und Traps, die sich in derselben Spalte wie diese Karte sich befinden, zerstören. Also wir können mit dieser Karte auch das ein oder andere Floodgate outen. Dann spielen wir zweimal die neue Karte und zwar den guten Jiao Long. Dieses Monster können wir von der Hand specialen, wenn ein Effekt, ein Quick-Effekt eines Bezwingerseelenmonsters sich aktivieren oder aktiviert hat. Das ist extrem gut, um weiter zu extenden und natürlich hat auch dieses Monster einen sehr, sehr guten Effekt. Und zwar, wenn wir ein Feuerattribut vorzeigen, können wir die Kampfposition eines Monsters ändern auf dem Board. Das kann natürlich auch von uns sein, kann aber auch vom Gegner sein, sodass wir gegebenenfalls vielleicht auch dann für Time gewinnen können. Und sollten wir zwei Feuerattribute vorzeigen, können wir uns eine Bezwingerseelenkarte unserer Hand hinzufügen. Das kann jede Karte von Vanquished Soul sein und das ist wirklich sehr, sehr strong. Und weil es ein Quick-Effekt ist, können wir uns dank dieser Karte alle Attribute unserer Hand hinzufügen, die wir dann für unser weiteres Play benötigen. Also sehr, sehr stark. Dann spielen wir dreimal den Borgia.
Manche Decklisten spielen ihn nur auf 2, ich persönlich finde ihn auf 3 etwas besser, weil Caesar ist natürlich an sich das bessere Monster, bringt uns aber nicht mit ins Spiel, der Borgia hingegen schon, denn dieser hat nämlich auch wieder Quick-Effekte, und zwar wenn wir da ein finsternes Attribut vorzeigen, können wir eine Karte ziehen, und das kann natürlich mitunter, weil wir generell sehr viele Attribute hier in unserem Deck spielen, also verschiedene Attribute natürlich, kann es natürlich dann eins der Attribute sein, die wir dann gegebenenfalls benötigen, um weiterzuspielen. Sollten wir hier Erde und Feuer vorzeigen, können wir unseren Gegner auch noch burnen um 1500 Schaden. Und das ist natürlich auch für Time wieder extrem gut. Die Besonderheit der großen Vanquish Soul Monster ist, dass wir sie swappen lassen können, außer mit sich selber. Also es bedeutet, wir wählen das andere Vanquish Soul Monster auf dem Board und dann kommt er aufs Board und das andere kommt wieder auf die Hand. So können wir auch das ein oder andere Attribut recyceln, beziehungsweise unseren Starter, den Raisen, wieder auf die Hand geben. Denn der ist tatsächlich extrem wichtig, den müssen wir auf jeden Fall alive lassen. Und dann einmal den Caesar. Und ihr seht schon, wir haben eigentlich innerhalb der Engine die ganzen Attribute, die wir benötigen. Der Dude hier ist jetzt zum Beispiel Erde. Und auch der hat natürlich den Swap-Effekt. Es sei denn, da liegt er selber. Das würde dann natürlich nicht funktionieren. Und auch der hat wieder 2 Quick-Effekte. Sollten wir Erde vorzeigen, ist er in diesem Spielzug unaffected von allen Karteneffekten, die unser Gegner aktivieren würde. Also er wird unberührt. Und sollten wir Erde, Feuer und Finsternis vorzeigen, können wir non-target eine Karte auf dem Spielfeld zerstören. Könnte auch eine von uns sein. Wäre aber in erster Linie Quatsch, denn wir wollen natürlich unseren Gegner interrupten. Dann spielen wir dreimal Setze deine Seele. Die Karte ist unfassbar gut und deswegen spielen wir auch so viele andere Attribute noch in diesem Deck, denn wir können nämlich ein Monster in unserer Hand vorzeigen und dann ein Bezwinger sehen, Monster mit derselben Eigenschaft, aber einem unterschiedlichen Namen als Spezialbeschwörung von unserem Deck beschwören, bedeutet, wenn wir also irgendein Feuermonster vorzeigen, außer den Raisen, kommen wir direkt an unseren Raisen ran und das macht die Karte wirklich so unfassbar stark. Dann als One-Off spielen wir einmal Fortsetzen, einmal den Staubwirbel und einmal unsere neue Trap. Fortsetzen lässt uns für läppische 500 Lebenspunkte ein Bezwingerseelenmonster in unserem Friedhof wählen und dieses entweder spezial beschwören oder unsere Hand hinzufügen. Ist eine Quickspell, das ist halt unfassbar stark. Lässt uns dann theoretisch sogar auch für Rang 4 Monster spielen, also hier zum Beispiel Abyss Dweller, der ja jetzt auch im Format extrem wichtig wird. Dann kommen wir erstmal zum Staubwirbel. Diese Karte lässt uns dann Kampfpositionen der gegnerischen Monster ändern. Für jedes Bezwingerseelenmonster, welches wir derzeit kontrollieren. Unfassbar stark, können halt dann theoretisch bis zu 3-4 Monster sein, die wir von unserem Gegner booken können. Wirklich sehr, sehr strong. Und dann haben wir natürlich noch hier unsere Trap, die jetzt neu rausgekommen ist in Age of Overlord und die hat wirklich insane Effekte. Je nachdem, wie viele Attribute wir vorzeigen, entweder zeigen wir Finsternis, Erde und Feuer vor, dann sind alle 3 Effekte alive, oder wenn wir halt nur 2 davon vorzeigen, dann sind halt nur 2 alive. Sollten wir nur ein Attribut vorzeigen, fügen wir unserem Gegner erstmal 400 Schaden hinzu. Das ist natürlich auch wieder für Time sehr, sehr gut. Und dann dürfen wir ein Vanquish Soul Monster von unserer Hand specialen. Sollten wir 2 Attribute vorzeigen, also zum Beispiel Finsternis und Erde, dann können wir unseren Gegner zusätzlich nochmal für 600 Burn. Also es sind dann wirklich beide Effekte live und das macht die Karte wirklich extrem stark. Und dann können zusätzlich unsere Bezwingerseelenmonster, die wir derzeit kontrollieren, in diesem Spielzug nicht durch Karteneffekte zerstört werden. Und sollten wir 3 Attribute vorzeigen, können wir unseren Gegner wieder 800 Schaden drücken und dann können wir sogar das ganze Feld poppen. Also nur die Monster unseres Gegners. Und das verschafft uns tatsächlich, wenn wir als erstes beginnen, schon den ein oder anderen Sieg, weil wir gegebenenfalls natürlich über Jiao Long uns schon das ein oder andere Attribut unserer Hand hinzufügen können. Also sehr, sehr strong auf jeden Fall. Dann machen wir weiter mit einer kleinen Hilfs-Engine. Da haben wir einmal den Fenrir in verschiedenen Raritäten. Ja, ich weiß noch nicht, in welcher Rarität ich ihn wirklich spielen möchte. Also wahrscheinlich in Secret Rare. Ich werde also die Ultra und die Ulti wahrscheinlich nochmal austauschen. Unfassbar gutes Monster, um den Spielzug zu eröffnen. Ist halt auch nochmal das Attribut Erde, sucht sich selber, ist also sehr, sehr gut. Dann können wir uns unter anderem noch den Weisheart suchen, der ja auch Feuer ist. Also auch das ist wirklich extrem krass. Und diesen Dude können wir auch noch am Ende unser Vanquish Soul Combo vielleicht noch specialen, um dann gegebenenfalls noch ein Rang 4 Monster aufs Feld zu bekommen. Zusätzlich spielen wir dreimal die Field Spell. Sucht uns ja noch ein Kashtira Monster unserer Hand hinzu. Also theoretisch ist das ein weiteres Attribut, was wir durchaus benötigen. Das war's mit der kleinen Hilfs-Engine. Ist ein bisschen größer, als die manch anderer spielt. Dann spielen wir Topf des Wohlstands für Consistency. Dazu noch einmal Verstärkung für die Armee. Der Raisin ist ja Krieger. Der Weisheart ist zur Not auch Krieger. Auch den könnte man sich suchen. Also ist schon gar nicht mal so schlecht. Und dann spielen wir natürlich ein paar Handtraps.
Dreimal die Ash Blossom, weil Attribut Feuer und Ash Blossom kommt halt immer noch gut. Gegen viele Decks sagt sie immer noch Stopp, du spielst nicht so viel oder spielst vielleicht gar nicht weiter. Von daher sehr, sehr gute Karte. Dann habe ich mich für die Krähe im Main Deck entschieden und gegen den Shifter. Den spielen wir im Zeit, aber dazu kommen wir gleich. Und wir haben uns auch hier gegen die Bestias entschieden, weil die DD-Krähe gerade aus meiner Sicht ein bisschen flexibler ist und sie bringt ja auch das Attribut Finsternis mit. Von daher haben wir hier auf jeden Fall das Attribut Alive. Aber man kann hier natürlich auch durchaus die Bestias spielen. Gerade der Magnamhut sucht uns ja unter anderem auch unseren Caesar. Kann man machen. Ich fand das mit der DD-Krähe auf jeden Fall ein bisschen flexibler. Gerade wenn wir auch hier an Chimera denken, die ja auch verschiedene Attribute spielen, wo jetzt nicht unbedingt Finsternis oder Licht dabei ist. Aber wir haben natürlich auch Manadium. Man könnte also auch hier das ein oder andere Argument für die Bestias jetzt finden. Und dann spielen wir noch zwei weitere Feuerattribute. Hier könnte man auch den Kaiju spielen. Kurikara finde ich aber als Boardbrecher immer noch sehr, sehr gut. Also kommt Going Second, wenn du den Würfelwurf verlierst, extrem stark auf der Hand, weil der Gegner ja schon den ein oder anderen Monster-Effekt aktivieren wird. Und dann spielen wir noch dreimal die Impermanence. Könnte man theoretisch auch gegen eine Handtrap austauschen, wie zum Beispiel Ghostbell. Dann hätte man noch ein weiteres Erde-Attribut Alive. Und ich habe festgestellt, dass man tatsächlich ein nicht so gutes Matchup gegen Tierlements hat, weil die einfach so viel machen, da kommst du tatsächlich nicht hinterher. Kommen wir jetzt zu unserem Extra-Deck und da spielen wir natürlich dreimal unseren Fels. Lässt uns in der Main-Phase via Quick-Effekt etwas von unserer Hand special, also ein Vanquish-Soul-Monster natürlich, oder halt ein Vanquish-Soul-Monster in unserem Friedhof wieder unsere Hand enden, non-target, und das ist wirklich sehr, sehr gut. Dann spielen wir einmal Lingoribo, und zwar für den Ibley-Lock, weil ich glaube, dass immer noch Sprite rumlaufen wird, und Sprite wird höchstwahrscheinlich jetzt über die Ibley im First Turn spielen, weil sie dadurch halt sehr viele Spiele gewinnen, und deswegen halt hier Lingoribo, und wir haben halt den Platz noch. Dann spielen wir einmal den Albtraumritter Phoenix, falls wir mal in Rivalität gelockt werden und wir vielleicht doch zwei Unterwäldler aufs Board bekommen, dann können wir immer noch schießen, aber ob wir dann natürlich das Duell gewinnen, steht natürlich so ein bisschen in den Sternen. Und dann spielen wir eine SP, um gegebenenfalls das Board des Gegners nochmal ein bisschen weiter zu interrupten, beziehungsweise halt ihm vielleicht das ein oder andere Monster zu mopsen. Eventuell haben wir dieses Monster sogar mit einem weiteren Link-Monster gerufen, sodass wir dann sogar zwei Karten unseres Gegners banishen können. Das war's mit unserer kleinen Link-Engine. Kommen wir jetzt zu unseren Rangmonstern bzw. zu unseren Xyz-Monstern. Da spielen wir einmal den unermüdlichen Boxer Dempsey, den Baguska und einmal Evil Swarm. Dempsey sucht uns auf Beschwörung einen Feuerkrieger der Stufe 4, das ist dann unser Raisin. Aber meistens war es so, wenn ich den rufen musste, habe ich das Duell abgegeben. War halt nicht so toll tatsächlich. Baguska, um Flander, um diverse Combo-Decks auch auszubremsen. Manadium hat erhebliche Probleme. Dann haben wir natürlich auch noch Tierlements, die auch ein paar Probleme gegen dieses Monster haben. Und wir haben, wie angesprochen, Flander, die auch erhebliche Probleme, wirklich erhebliche Probleme gegen diese Karte haben. Und wir haben ja einmal für Going Second den Evil Swarm Exitonritter, der halt das ganze Board hops nehmen kann, sofern unser Gegner mehr Karten kontrolliert und mehr Karten in der Hand hat als wir. Und das kann er schon durchaus mal der Fall sein. Gerade gegen Flander ist das jetzt nicht so schlecht, muss man ganz klar so sagen. Und dann spielen wir natürlich noch weitere Rang 4 Monster. Einmal den Abyss-Bewohner. Wir locken halt den Friedhof, gerade gegen Tiedemans, sehr, sehr strong. Dann haben wir noch den tapferen Granite. Sucht uns ein Felsmonster auf die Hand, das ist zum Beispiel Nibiru, um so Druck auszuüben auf den Gegner. Das war's mit unseren Rang 4ern. Man könnte natürlich wahrscheinlich noch das ein oder andere Monster davon spielen, aber so viel Platz haben wir dann doch nicht, denn wir spielen nämlich noch ein paar große tatsächlich. Einmal Mecha-Phantom-Ungeheuer Dracozac. Falls wir zwei Maschinenmonster aufs Board bekommen, auch wieder für Rivalität eine Option, damit wir dann auch dieses Floodgate schießen können, und deswegen spielen wir auch dreimal den Borgia. Und wir haben hier einmal das Big Eye, um gegebenenfalls vielleicht ein Monster des Gegners zu mopsen, um dann vielleicht hier den Zeus raufzulegen oder natürlich das neueste Monster, die Himmelskrise. Ja, also das war jetzt so mein Extra-Deck. Gerne natürlich eure Meinung dazu in die Kommentare. Kommen wir jetzt zum Side-Deck und da habe ich gespielt den Shifter. Den kann man natürlich auch Main spielen, ne? Muss man ganz klar so sagen. Aber wenn wir jetzt beginnen beispielsweise und wir haben den auf der Hand, dann ist es schon durchaus möglich, dass wir eine Karte dann am Ende in unserem Friedhof haben und wir den vielleicht auf der Hand benötigen, damit wir das Attribut Alive haben. Deswegen sehe ich den hier so ein bisschen kritisch und würde ihn eher reinsiden als direkt im Main Deck spielen. Dann haben wir Nibiru und da bin ich tatsächlich extrem am struggeln, ob ich diese Karte nicht
cutten sollte bzw. austauschen sollte, weil das Attribut bringt uns nichts und die Karte kann natürlich auch viel zu langsam kommen. Gerade gegen Manadium, wenn die vierte oder fünfte Summon schon die Baron de Fleur ist, dann bringt uns ein einzelner Nibiru tatsächlich auch nichts. Dann spielen wir noch dreimal Phantasmai. Jedes Deck kommt zurzeit über Linkmonster ins Spiel. Gegen Rescue Ace bzw. auch gegen Manadium eine unfassbar gute Karte, weil halt sehr viel gewählt wird und der schützt uns ja vor Wähleffekten, von daher kann man den durchaus machen. Und dann haben wir noch, es kann nur einen geben. Wir spielen halt sehr viele unterschiedliche Typen. T-Element spielt leider auch sehr viele unterschiedliche Typen, weshalb die Karte da natürlich nicht ideal ist zu silen. Aber natürlich gegen sehr viele andere Decks, wie zum Beispiel gegen Flander, ist diese Karte ein Auto-Win-Button. Und natürlich auch gegen Chimera. Also diese Karte hat natürlich sein gutes Matchup und sein schlechtes Matchup. Aber meistens kommt die Karte wirklich sehr, sehr gut. Dann haben wir noch dreimal D-Barrier. Gewinnt halt Spiele gegen die ganzen Branded-Varianten. Ein bisschen gegen T-Elements ist sie jetzt schlechter geworden, weil man da jetzt mehr Link-Summons macht. Das ist halt ein bisschen schade. Aber wie gesagt, gegen die Branded-Varianten und auch gegen Purrely ist die Karte einfach insane. Man könnte hier natürlich auch ein paar Quick-Spells spielen, wie zum Beispiel Xyz Zugabe. Habe ich aber nicht, von daher habe ich mich hier für D-Barrier entschieden. Gut, meine Lieben, und das war es tatsächlich mit meinem Deck-Profile. Jetzt möchte ich euch kurz mal so eine kleine Kombo noch zeigen, warum ich dieses Deck extrem feiere. Wenn wir nämlich Setze deine Seele haben plus ein weiteres valides Feuertarget, was jetzt nicht der Wazen ist, dann haben wir tatsächlich ein sehr, sehr gutes Board am Ende. Wir aktivieren natürlich Setze deine Seele, zeigen Kurikara vor und bekommen jetzt unseren Wazen von unserem Deck gespecialt. Und der sucht uns ja on summon eine Geolong. Und nutzen jetzt seinen Quick-Effekt, nachdem das natürlich alles resolved ist. Zeigen jetzt zum Beispiel wieder Kurikara vor. Und nach Resolve würde dann der DG Along sich specialen. Würden jetzt in unser Link 1 Monster gehen. Moment, wo habe ich es? Hier. In unseren Fels. Und würden da jetzt natürlich den Quick-Effekt nutzen, um unseren Wazen wieder unserer Hand hinzufügen. Würden jetzt den Effekt von DG Along nutzen, um uns unsere Madlove zu suchen. Deswegen spiele ich die Madlove auch nur auf 2, weil sie uns alleine nicht ins Spiel bringt. Da ist der Wazen auf jeden Fall deutlich besser, beziehungsweise auch Geo Long. Würden jetzt dann unsere Normal Summon tatsächlich noch machen, die wir ja noch haben. Effekt Madlove und diese sucht uns jetzt unsere Trap. So, und damit haben wir tatsächlich schon ein sehr, sehr gutes Board. Warum, weshalb, wieso, dazu kommen wir dann gleich. Würden diese natürlich jetzt setzen, und würden jetzt an unseren Gegner abgeben. In der Draw Phase unseres Gegners würden wir gleich nochmal den Effekt aktivieren und zeigen wieder diese beiden Attribute vor. Und bekommen jetzt, da können wir uns eigentlich unseren Valius hinzufügen. So, und wenn jetzt unser Gegner irgendwas macht, ne? Wir warten, weil wir wollen natürlich erstmal, dass er irgendwas aufs Board bringt. Würden dann direkt nach dem ersten Effekt unseres Gegners hier unseren Fels aktivieren und unseren Wazen in der Main Phase specialen. Jetzt kommt es halt drauf an, vielleicht liegt da noch irgendwo ein Monster, dann würden wir ihn natürlich da rein specialen. Nutzen natürlich jetzt wieder seinen Effekt und suchen uns jetzt unseren Borgia. Jetzt haben wir schon beide große auf der Hand. Und wir haben jetzt tatsächlich alle Attribute live für unsere Trap. Warte, ich leg's mal anders hin. So, wir haben so, genau. Feuer, Finsternis, Erde. Ja, alle drei alive. Und wir können natürlich hier noch bouncen. Wir haben hier einen Schuss und wir haben hier nochmal einen Schuss. Beziehungsweise poppen wir das ganze Board, burnen unseren Gegner direkt extrem stark. Also ich kann es nicht anders sagen. Wir könnten jetzt beispielsweise in der Mainphase noch swappen mit Madlove, ja, dass wir dann trotzdem noch Finsternis alive haben. Hätten jetzt hier vielleicht noch einen Draw, wenn man möchte. Oder wir burnen unseren Gegner. Können jetzt drawen, ne? Zeigen ihn nochmal vor. Haben jetzt nochmal eine Karte nachgezogen. Ist jetzt egal, was das für eine Karte ist. Und würden dann unsere Trap hier natürlich aktivieren. Madlove nochmal specialen und geben unseren Gegner dann 1,8 Damage, das ist wirklich sehr, sehr viel und haben dadurch tatsächlich nochmal einen Surge, auf entweder wollen wir Continue holen oder wenn wir direkt genug haben, könnten wir natürlich auch unsere andere Quickspell holen, ne? Also es liegt dann an euch, ich würde aber dann jetzt in erster Linie natürlich für Konstanz gehen. Wir können dann auch noch mit unserem Caesar hier swappen, falls unser Gegner vielleicht irgendwas wählen würde von uns, um das vielleicht zu verhindern. Oder wir warten halt, bis wir dann das weitere Erde-Attribut auf der Hand haben, damit wir natürlich dann noch einen Schuss haben. Also ich glaube, das ist extrem gut. Du verlierst halt hier tatsächlich gegen den Dwall, wenn du falsch eröffnest. Ist mir tatsächlich passiert. Aber so an sich macht das Deck extrem viel Spaß und ich kann es nur jedem empfehlen. Es ist zwar nicht das günstigste, aber du kannst wirklich sehr, sehr viel damit machen. Und wenn du die richtigen Attribute gleich auf der Hand hast, dann hast du eigentlich sogar das ganze Duell gewonnen. Also wirklich insane. Aber gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Und damit möchte ich jetzt auch das Video beenden. Ich hoffe wie immer, dass es gefallen hat. Wenn dem so war, dann gerne liken und abonnieren. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, haut rein, ciao.